Das Atlas 4D Vulkan Resin ist ein ABS-like Resin. Und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Gut und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von makorama.de und heute schauen wir uns mal das Vulkan Resin von Atlas 3D an. Aber Achtung, das ist schamlose Eigenwerbung. Das gibt es momentan als Vorbesteller entsprechend bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor wir aber anfangen, habe ich eine Bitte. Bitte like doch das Video und gebt uns ein Abo. Das hilft uns natürlich weiter, entsprechend solche Videos für euch zu machen. Wie eingangs schon erwähnt, ist es ein ABS-like Resin und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es mit unserem Playglue funktioniert. Ich hatte dazu auch letzte Woche ein Video veröffentlicht, ein Kurzvideo veröffentlicht, wo ich gesagt habe, dass ich es geschafft habe, diese zwei Teile hier entsprechend miteinander zu verkleben. Ihr seht, das hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe das Video auch mittlerweile offline genommen. Ich möchte hier aber so fair, transparent und ehrlich zu euch sein, dass ich sage, es funktioniert leider doch nicht. Es ist ein kleiner Downer, ist aber kein Beinbruch. Den Anfang machen wir bei der Verpackung. Und normalerweise kennt ihr das, dass euer Resin in solch einer Flasche geliefert wird. Da sind dann entweder 500 Milliliter drin oder 1 Liter, beziehungsweise 500 Gramm oder 1 Kilogramm. Und die Jungs von Atlas haben sich gedacht, hey, damit gibt es ein paar Probleme, die wir gerne lösen wollen und haben sich Folgendes überlegt. Das Ganze kommt nämlich in einem Beutel. Ja, ihr habt richtig gehört, in einem Beutel. Was für einen Vorteil bringt das Ganze jetzt? Naja, stellt euch mal vor, die Flasche ist nur halb voll. Dann braucht sie trotzdem genauso viel Platz und ist genauso groß und das nervt. Und genau deswegen haben die Jungs gesagt, okay, wir packen das Ganze in einen Beutel. Den kann man nämlich entsprechend, wenn er nur noch halb voll ist, zusammenfalten und ihn dann besser im Regal verstauen. Das ist schon mal ziemlich cool, aber noch nicht alles. Denn im Vergleich zu solchen Flaschen spart der Beutel auch noch bis zu 80% Plastik. Und das ist echt eine Menge Holz. Das macht nicht nur Mutter Natur glücklich, sondern mich natürlich auch. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der Mutter Natur glücklich macht. Und das ist, dass das Ganze in 1,5 Kilo Gebinden kommt. Das heißt also, ihr müsst nicht so oft nachbestellen. Der DHL-Bote muss nicht so oft hin und her flitzen mit seinem Auto schien und dadurch wird weniger CO2 verbraucht. Und das ist gut. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Einstellungen für das Resin. Und ich kenne das vom FDM-Bereich, da kriege ich jedes Mal irgendwie eine Nachricht. Hey, MGW, druckst du das und das? Das beantworte ich natürlich gerne. Also wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir eine E-Mail, ist kein Thema. Und Atlas hat sich gedacht gehabt, hey, wir wollen das Ganze auf eine ganz einfache Art und Weise lösen. Wir arbeiten einfach mit dem Litchi-Slicer zusammen und sagen denen, wie wir entsprechend unser Resin auf welchen Druckern drucken. Und das heißt, ihr findet im Litchi-Slicer schon vorgefertigte Profile. Und das ist geil. Leider nur fällt mein Profil, mein Drucker entsprechend nicht unter diese Profile. Das ist nämlich ein ganz, ganz alter, erste Generation Elego Mars. Der ist jetzt nicht mit drin, aber es muss ich sagen, es war für mich kein Problem, wie ihr hier sehen könnt, relativ schnell, auch hier schon bei dem Testobjekt, bei der Teststadt. Das ist übrigens die Teststadt von Atlas 3D. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da habe ich wirklich First Try mit einem Standardprofil von irgendeinem anderen Hersteller entsprechend schon so ein Ergebnis erzielt. Wupp, und schieße es auch gleich weg. Und muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Der nächste ganz wichtige Punkt ist für mich die Viskosität, also die Fließfreudigkeit vom Material. Und das macht auch aus gewissen Gründen Sinn. Überlegt euch mal, ihr habt hier einen Resin-Tank und von oben kommt die Druckplatte runter, fährt runter, härtet aus, entsprechend fährt noch ein Stück hoch, damit Resin nachfließen kann. Und genau das ist der Punkt. Je besser, je gleichmäßiger und je schneller das nachfließen kann, desto besser werden eure Drucke und desto mehr Details könnt ihr drucken. Und nicht nur das, umso schneller könnt ihr drucken. Und beim Atlas Resin haben wir eine Zeitersparnis pro Schicht von circa 1 bis 2 Sekunden. Auf einem Druckobjekt wie bei dem hier von 300 bis 400 Layern ungefähr sind das schon mal ein paar Minuten Druckzeit, die man da einsparen kann. Und das ist enorm. Ein weiterer Punkt, in dem das Vulkan Resin glänzt, ist die Formstabilität. Und damit meine ich zwei Dinge.
Zum einen, wenn ihr zum Beispiel ein Objekt wie dieses hier nach dem Druck aus dem Drucker nehmt, es in Isopropanol ordentlich reinigt und dann in den UV-Strahler gibt, gibt es jede Menge Resins da draußen, die anfangen zu schrumpfen oder sich zu verformen. Und genau das tut das Atlas 3D Resin eben nicht. Ein weiterer Punkt ist, dass es danach auch entsprechend ausgehärtet und formstabil ist. Und das sieht man daran, dass ich versuche mit Gewalt diesen Ring hier zusammenzudrücken und es einfach nicht schaffe. Er bewegt sich nicht, er ist stabil. Ja? Das meinen die Jungs mit ABS-like. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Bleiben wir doch mal einen Moment bei dem Ring hier und reden mal über die Haptik. Weil ich finde die Haptik echt mega gut. Ich habe da auch kein Problem, den anzuziehen und eine Zeit lang anzulassen. Natürlich, den lackiere ich nochmal richtig schön, damit der gut aussieht und brush den nochmal ein bisschen, damit der richtig gut aussieht und nicht so grau ist entsprechend. Aber was ich damit sagen will, ist ganz einfach das, der fühlt sich nicht klebrig an, der fühlt sich trocken und wertig an und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich runter ins Bad rennen muss, um mir gleich die Finger zu waschen. Das habe ich in der Vergangenheit mit anderen Resins gehabt und habe deswegen bewusst keinen Schmuck oder ähnliches gedruckt, was ich dann entsprechend im Körper trage oder ständig anfassen muss. Wie zum Beispiel mal diese Stadt hier. Wenn ich die anpacke, ist die immer noch klebrig und es fühlt sich an, als wenn da noch eine Schicht Resin drauf wäre und das gibt mir ein ungutes Gefühl. Dabei habe ich diese Stadt sorgsamer und besser gereinigt in Isopropanol und danach länger im UV-Bad gelassen als alle Teile hier zusammen. Und trotzdem fühlt es sich noch klebrig an. Das ist das, was ich mit Haptik meine, dass sich das wirklich gut anfühlt und ich da keine Angst habe, dass ich das entsprechend anhabe und es sich wirklich gut anfühlt, wenn ich es anhabe. Auch habe ich zum Beispiel mal diese Stadt hier, diese Burg hier, diese Vampire Castle, entsprechend kurz vor Dreh des Videos aus dem Drucker genommen, in Isopropanol gereinigt, mit ein paar Papiertüchern abgetrocknet und die ist pupstrocken. Die ist echt mega gut. Die ist trockener als das Ding hier, was stundenlang im UV-Bad gelegen hat und trotzdem in Isopropanol gereinigt worden ist. Und das finde ich ist mega. Das ist echt mega. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist echt ein Riesenpunkt, finde ich. Es gibt noch einen Punkt, den habe ich bisher nicht erwähnt. Und beim Rocket One Video wurde mir bösartige Unterschlagung unterstellt, dass ich den Punkt vergessen hatte. Und das ist der Geruch. Und das ist wirklich von mir nicht bösartig gemeint. Ich rieche einfach nichts. Ich vergesse es gerne, ich verdränge es gerne. Von daher verzeiht mir bitte. Ich habe in diesem Sinne meine bessere Hälfte gefragt, ob das Zeug denn mehr oder weniger riecht, entsprechend als andere Resins, die ich habe. Und sie hat gemeint gehabt, ich rieche gar nichts. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das Zeug wirklich vom Geruch her nicht so stark und nicht so intensiv ist wie bei anderen Resins. Ihr könnt natürlich eure Meinung unten dazu in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Last but not least, tragt doch bitte, wenn ihr mit Resins hantiert oder mit anderen Chemikalien hantiert, immer eine Sicherheitsbrille. Denn wenn so ein Tropfen mal ins Auge spritzt, dann kann es natürlich böse ausgehen. Natürlich die Sicherheitshandschuhe oder die Einweghandschuhe gehören natürlich auch mit dazu und ein Atemschutz, wenn ihr euch das zutraut. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht Teil der Makorama-Familie seid, abonniert doch bitte den Kanal und tretet der Makorama-Familie bei. In diesem Sinne, hold the line, happy printing. Ciao.